Guten Abend, liebe Teilnehmer an unserem Workshop. Ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich, dass Sie hier dabei sind bei uns. Ich hoffe, Sie hatten ein wunderschönes Pfingstfest. Also wir hatten hier wundervolle Tage. Das Wochenende war wunderschön. Und es ja, schließt gerade ab mit einer Reihe von Gewittern, aber das ist ja auch was Schönes, was man erleben kann. Ja, ich begrüße auch diejenigen, die im Nachhinein sich die Aufzeichnung anschauen und eben jetzt hier live nicht mit dabei sind. Aber auch da wissen Sie ja, können Sie Ihre Fragen im Chat stellen und wir beantworten wir sie Ihnen die. Ja, einmal noch die Frage, ob ich auch gut zu hören bin und zu sehen bin. Vielleicht können Sie mir das kurz beantworten und dann können wir auch hier mit unserem Workshop voranschreiten. Dankeschön, liebe Mutti. Dann nehme ich das für alle so als gegeben, dass Sie mich gut sehen und hören. Wunderbar. Danke sehr. Dann, wie versprochen, beginnen wir jetzt hier mit der Präsentation. Und ich gebe Ihnen auch schon die Folien zum Download bereit. Das können Sie ja noch die ganze Zeit tun und hier schon mal starten, wenn Sie möchten. Ja, 20. Mai. Hier haben wir einen Montag. Es ist allerdings ein Feiertagsmontag, aber wir hatten ja gesagt, wir sehen uns heute hier und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie hier mit dabei sind. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und beim letzten Workshop hatten wir ja ein großes Thema angesprochen, nämlich die Haut. Die Haut, die ein Hüllorgan ist, die Schutz vor Umwelteinflüssen bietet, die die Homöostase in unserem Körper wahrt, also das Gleichgewicht bzw. den Ausgleich mit unterstützt. Die unterschiedlichen Funktionen lassen sich zusammenfassen über Stoffwechsel, Wärmeregulation, Immunantwort. Und da hat die Haut vielfältige Anpassungs- und auch Abwehrmechanismen, um diese Funktionen zu erfüllen. Und aufgrund des Themas der letzten Woche haben wir einen Bericht einer Anwenderin erhalten, die hier, ich nehme es schon vorweg, sehr erfolgreich mit AgeCare vorangekommen ist. Und ich möchte aber Ihnen hier einmal diesen Weg, den sie gegangen ist bis zu diesem Erfolg, den möchte ich Ihnen einmal darlegen. Und zwar geht es um die chronische Entzündung der Haut, die Psoriasis, ja, die Schuppenflechte. Und diejenige, die uns da ihren Bericht mitgeteilt hat, ist also 1946 im Ruhrgebiet geboren und hat dort 20 Jahre ihres Lebens verbracht, also ist dort aufgewachsen und hat dort gelebt bis zu ihrem 20. Lebensjahr. Und aufgrund der Entwicklung, der Industrieentwicklung, der Industrie überhaupt, die dort im Ruhrgebiet sich entwickelt hat, angewendet wurde in dieser gesamten Zeit, war dort eine sehr, sehr starke Belastung der Umwelt durch Schwermetalle. Und somit hat sich wohl auch bei ihr, also es ist zu vermuten, dass das der Grund ist, seit dem 15. Lebensjahr Psoriasis und zwar zunächst an den Beinen entwickelt. Man hat das behandelt, verschiedenartig, hat man versucht, dem beizukommen, hier Erleichterung zu gewähren. Und ja, es ist auch gelungen, beziehungsweise hat sich die Psoriasis von den Beinen auf die Kopfhaut verlagert. Also bei den Beinen ist es zurück weggegangen. Dann ist es bei der Kopfhaut angekommen. Auch dort ist es wieder teilweise weggegangen, aber der Haarverlust blieb dort. Und vor 5 Jahren
ist es sogar so weit gekommen, dass eben die Haut am Gehöreingang beteiligt gewesen ist. Und ja, seit 2020 hat die Anwenderin AgriCare zur Verfügung für sich. Und das ist jetzt erstmal der Weg dorthin. Ich möchte jetzt noch nicht gleich damit anfangen, was sie für Anwendungen genutzt hat. Ich möchte zunächst erstmal einmal nochmal die Psoriasis an sich beleuchten. Also Psoriasis gehört zu den häufigsten entzündlichen Erkrankungen der Haut und verläuft meist in Schüben. Die typischen Anzeichen sind gerötete, schuppige Flecken, die sich scharf von der gesunden Haut abgrenzen und oft stark jucken. Und dann habe ich Ihnen auch noch ein paar Zitate oder Eintragungen im Internet mit hier auf den Folien mit eingetragen. Zunächst einmal hier: selten entsteht die Psoriasis, so der medizinische Fachbegriff, aus einem einzelnen Grund. Vielmehr ist es ein Zusammenspiel aus einer genetischen Veranlagung und auslösenden Faktoren wie Stress, Infektionen oder mechanischen Reizen auf der Haut. Und darunter habe ich Ihnen dann notiert, wo ich das gefunden habe. Und hier auch noch etwas: nach aktueller Studienlage kann ein Einschränken des Fleischkonsums die Schuppenflechte bessern. Denn vor allem in Schweinefleisch, Kalbfleisch, Eigelb und fettreichen Milchprodukten stecken die entzündungsfördernden Arachidonsäure oder ihre Verwandten. Also wir befinden uns jetzt hier auch nicht bei einer Ernährungsberatung, aber ich fand das ganz interessant, den Aspekt hier, die entzündungsfördernde Arachidonsäure und ihre Verwandten, die hier das verstärken könnten. Und zunächst auch nochmal die Möglichkeiten der Schulmedizin: Medikamente zum Auftragen auf die Haut, entzündungshemmende Wirkstoffe als Tablette, Spritze oder Infusion, Lichtbehandlung sowie tägliche Hautpflege. Das sind die Tipps, die ich hier gefunden habe, was man selbst eventuell tun kann, beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es da bei der Psoriasis, wie man sich da verhalten kann. Und auch hier sehen Sie den Hinweis: entzündungshemmende Wirkstoffe. Und also es handelt sich also bei der Psoriasis um eine chronische entzündliche Erkrankung, teilweise auch als Autoimmunerkrankung bezeichnet, die sich vielfältig zeigt, meist als Schuppenflechte. Es können aber auch innere Organe betroffen sein. Und wo haben wir diese Zeichen, also dass die Erkrankung so viele Gesichter hat, auch schon gesehen? Ja, bei der rheumatischen Arthritis. Also bei der rheumatischen Arthritis ist es ja so, da sind also auch Mikroorganismen, die unsere Zellen schädigen, und bei Verbleib und Vermehrung der Mikroorganismen auf Zellenebene und Ausbreitung auf andere Bereiche im Körper sich also weiter vermehren und die Erkrankung sich ausbreitet, das Milieu sich verschlechtert, zu Ungunsten für unsere Körperzellen, sich somit der Gesamtzustand verschlechtert. Und dasselbe tritt eben bei der Psoriasis aus. Wir haben also schlechte Bedingungen im Körper, die Milieuveränderungen oder ein bestimmtes Milieu entstehen lassen, wo dann auch wieder Mikroorganismen hinzukommen und dann sich auf Zellenebene diese Belastung sich entwickelt und dann eben sich auch eine chronische Entzündung entwickelt hat. Und jetzt nochmal auf den Fall betrachtet von der Anwenderin: wie hat es denn dort eventuell angefangen? Wahrscheinlich durch die sehr schlechten Umweltbedingungen an ihrem Wohnort. Die Gifte konnten nicht mehr ausreichend und nicht ausreichend schnell aus ihrem Körper entgiftet werden. Und es kamen auch tagtäglich neue Giftstoffe, also neue in Bezug auf die Menge betrachtet, hinzu. Und heute wissen wir, dass die Entgiftung nicht nur im Zusammenhang mit AgriCare, sondern auch ganz allgemein für unser Wohlbefinden sehr wichtig ist. Und für die Anwenderin war das ja damals noch nicht so klar. Das Bewusstsein war auch noch nicht entsprechend in der Gesellschaft. Erst 20 Jahre nach ihrem Geburtstag wurden Filtertechniken entwickelt und eingesetzt. Und diese permanente Vergiftung hat die Milieuvoraussetzungen geschaffen,
dass sich Mikroorganismen auf Zellebene ansiedeln konnten und sich vermehren konnten. Und mit AgriCare können wir heute gezielt gegen die störenden Mikroorganismen vorgehen und sie eliminieren und dezimieren, sodass wir das an der verbesserten Lebensqualität bemerken können. Und die Anwenderin hat dies auch getan. Das sind hier die Anwendungen, die sie dann, seitdem sie AgriCare hat, durchgeführt hat, und zwar täglich. Das sind die Anwendungen A267 Psoriasis, also A267 Psoriasis, A79 Epstein-Barr, A79 Epstein-Barr und VEG 14 Quecksilber V, also VEG 14 Quecksilber V. Und die Anwendung C1337 Psoriasis hat sie auch noch mit hinzugenommen, aber die ersten drei waren diejenigen, die sie am Anfang eben genutzt hat. Und sie schreibt uns geschrieben, innerhalb von 3 Wochen des kontinuierlichen Einsatzes von AgriCare tritt hier der Erfolg ein. Also hier für mich ein klares Zeichen, dass hier dann erfolgreich erstmal natürlich nach 20 Jahren ist sie dort weggezogen aus dem Ruhrgebiet und hier mit AgriCare vor 4 Jahren begonnen und diese Anwendungen durchgeführt und kontinuierlich durchgeführt, 3 Wochen lang, und sie hat den Erfolg für sich notiert. Was sie noch geschrieben hat, ist, meine Haare können jedoch noch dichter sein. Haben Sie da noch einen Tipp? Und ja, wir hatten natürlich einen Tipp. Und wir haben ihr empfohlen, aufgrund ihres Berichtes, den sie an uns hat und wie sie berichtet hat, was denn ihre Belastungen waren, noch zusätzlich die Anwendung C683 Schwermetalltoxizität TR empfohlen. Also C683 Schwermetalltoxizität. Und wir haben ja auch in unserem Shop, können Sie das erhalten, das Gerät Photon Energy Comp. Diejenigen, die beim Symposium diesem Jahr mit dabei waren, wissen, da sind wir ein bisschen spezieller darauf eingegangen, was jetzt diese spezifischen Lichtwellen, die hier genutzt werden im Gerät, was die bewirken. Ich habe es Ihnen ganz kurz zusammengefasst und runter. Also die Funktion ist, dass hier die Haarwurzelzellen energetisch unterstützt werden und Entzündungen entgegengewirkt wird. Also das sind unsere Empfehlungen, die wir hier noch an die Anwenderin geben konnten. Psoriasis ist ja ein Zeichen chronischer Entzündung und die gezielte Eliminierung störender Mikroorganismen und tritt hier eine relativ schnelle Verbesserung der Lebensqualität ein, also 3 Wochen. Das finde ich schon sehr, sehr beachtlich für eine Erkrankung, die eben chronisch und wahrscheinlich im gesamten Körper zu finden ist, also die geschädigten Zellen. Und ich bedanke mich hier auch recht herzlich bei der Anwenderin für die Übersendung ihres Berichtes und freue mich, dass sie hier so gut und schnell zurechtgekommen ist für die Verbesserung ihrer Lebensqualität. Und ich weiß, sie ist für sich auch froh und AgriCare also für sich zu haben. Man hat es ihr damals auch empfohlen. Und auch sie selbst hat AgriCare schon mehrfach empfohlen an Menschen, die nun AgriCare für sich erfolgreich einsetzen können. Uns ist also eine große Freude, wenn wir von ihren Erfolgen hören. Also teilen Sie uns die mit. Wir freuen uns auch sehr darüber, dass Ihre Begeisterung dazu führt, dass Sie anderen AgriCare empfehlen. Wir sind darüber sehr dankbar und honorieren das auch sehr, sehr gern mit einer Tippprovision. Und wie Sie dazu kommen, das wissen Sie vielleicht schon. Oder wenn es für Sie neu ist, dann habe ich Ihnen das hier auf diese Folie eingetragen. Und sehr gern können Sie auch denjenigen, den Interessenten, unsere Kommunikationswege mitteilen und mitgeben. Wir beantworten natürlich auch die Fragen, die im Vorfeld gestellt werden. Und damit möchte ich mich auch hiermit bedanken bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auf Ihre Fragen. Und natürlich bedanke ich mich auch bei meinen Eltern, die eben diese Beantwortung der Fragen bereits
vorbereitet haben in unserem Dokument, welches ich mir jetzt gleich anschauen kann.